Damit der grüne Wandel der Gesellschaft gelingt, sind verschiedene Akteure gefordert, sich für den Green New Deal einzusetzen. In besonderer Weise gilt dies für die Kommunen. Denn sie können den Umbau aktiv fördern, steuern sowie als Vorbild und Netzwerk wirken. Und sie sind Partner der regionalen Wirtschaft. Was es heißt, sich als Kommune für den Green New Deal einzusetzen und wie konkrete Umsetzungen aussehen können, wurde in Würzburg am 27. September 2011 anschaulich präsentiert und diskutiert. So gab Joachim Lorenz, Umweltreferent der Stadt München, einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Landeshauptstadt für den ökologischen Umbau. Wichtig ist bei so einem Green New Deal oder bei überhaupt einem Programm zum Umbau der Industriegesellschaft Kontinuität in der Politik, und das haben wir zum Glück gehabt seit dem Jahr 1990, sodass ich seit 1993, glaube ich, sehr gut arbeiten konnte. Aber inzwischen bei unserem Fortschreibungs- und Klimaschutzprogramm 2010 einen einstimmigen Stadtratsbeschluss auch herbeiführen können. Das heißt, inzwischen stehen hinter unserem Green New Deal, wie man auch nennen kann, alle Fraktionen im Münchner Stadtrat. Norbert Zösch zeigte, wie sich auch eine kleine Stadt am ökologischen Umbau beteiligen kann. Wie sieht derzeit die Versorgungssituation aus? Also 2010 haben wir derzeit, wenn man so will, einen regenerativen Anteil von 29%. Im Jahr 2011, also im letzten Jahr, jetzt im Jahr 2011, sind wir schon bei 43%. Und 2012 wird es dann 74% sein, weil dann eben auch die Biogasanlage volle Stromlieferung aufnimmt mit 11 Millionen Kilowattstunden. Und 2013, wenn eben ein weiteres Windrad noch installiert wird, sind wir dann schon bei 95%. Also wir sind zuversichtlich, dass wir bis 2014 eben eine hundertprozentige regenerative Versorgung durchführen können. Im Umland von München werden jetzt gerade nach der Energiewende, haben die Landkreise sich entschlossen, oder fast alle der 8 Landkreise entschlossen, dass sie Teilflächennutzungspläne aufstellen für die Ausweisung von Vorrangflächen im Bereich Windenergie. Wir haben da auch etliche Projekte schon laufen, beziehungsweise fragen die an, sodass wir eben auch hier ja bis zu, man spricht von 30, 40 Windrädern, die jetzt in dem Landkreis gebaut werden könnten. Und das soll eben gemeinsam über den Landkreis, der Landkreis ist direkt beteiligt, und eben über die Kommunen kann man sich als Bürger direkt auch an diese Windräder beteiligen. Gibt es denn überhaupt Schnittmengen zwischen Ihnen beiden, wo Sie sehen, wo Sie möglicherweise auch profitieren könnten von dem, was Sie jetzt voneinander gehört haben? Ähnlich wie die Stadtwerke Hasfurt, die Stadtwerke München beraten inzwischen alle Landkreise, fast alle Landkreise in der Region München. Was uns unterscheidet zu vielen, oder ich denke zu allen Energieversorgern: wir sind in der Stadt Hasfurt die einzige Stadt bisher, die einen kompletten Rollout gemacht hat für Smart Meter, das heißt für Zähler, wo jeder Kunde sich seinen Energieverbrauch anschauen kann und nachvollziehen kann. Aber hier haben die Stadtwerke auch ein Interesse, dass die Kunden aufgeklärt werden, wann sie wie viel Strom verbrauchen und vielleicht sich auch besser entscheiden, wann sie welche Maschine anwerfen. Rolf Lauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Unterfranken, ging vor allem auf die Rolle des Handwerks bei der Umsetzung des Green New Deal ein. Der Handwerker hat einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen. Er arbeitet direkt am Kunden. Er ist unwahrscheinlich problemorientiert. Denn er wird ja direkt mit den Problemen des Kunden konfrontiert. Und er nimmt die Probleme mit und er versucht sie zu lösen. Und das im Augenblick besonders stark und sehr stark im Bereich der Energieeffizienz. Vielleicht ein paar Beispiele. Wir haben einen Betrieb, der entwickelt innovative Fassadenelemente mit Energiesparpotenzial und verwendet dabei nachhaltige regionale Rohstoffe. Inwieweit ist das zum Beispiel auch schon in den Berufsschullehrplänen implementiert? Inwieweit kommt diese Innovation da schon von unten sozusagen an den Nachwuchs ran? Wie können Sie das mitgestalten? In der überbetrieblichen Ausbildung, die ja auch bei uns dann in den Häusern abläuft, ist es absolut fester integraler Bestandteil, ist vorgegeben durch die Ausbildungsordnung. Thema Beschaffung ist ja auch ein Kriterium, das man durchaus mit in Betracht ziehen muss, wenn man von Nachhaltigkeit spricht und Green New Deal. Wie sieht es da aus? Gibt es da Vorgaben? Wir machen jetzt gerade eine Stadtratsvorlage, die wird im November, Dezember in Stadtrat einkommen, über ökologische und faire Beschaffung. Wir nennen es immer in einem, also auch das fairen Anteil, dass wir hier Schwarzarbeit natürlich verhindern wollen, dass wir Kinderarbeit verhindern wollen. Green New Deal, was müsste noch passieren, damit er noch besser greift, Herr Lauer?
Gut, ich spreche mal für meine Betriebe, dass wir dran sind, das Bewusstsein noch wesentlich zu verstärken. Es ist schon stark, aber wir haben natürlich bei der Zahl an Betrieben auch noch einige, die noch bekehren müssen. Und wir werden die bekehren. Jetzt ist es mal, denke ich, jedem bewusst worden, dass man ein bisschen umdenken muss in sein Energieverhalten. Und ich denke, das wird allein die Möglichkeit, die jetzt die Industrie schafft, weil das ist ja auch immer ein Abfrageproblem. Und deswegen denke ich mal, dass es da schneller vorangeht, auch in der E-Mobilität, wie wir jetzt denken. Stadt und Stadtwerke müssen Vorbild sein, um die anderen Akteure der Stadtgesellschaft mitzunehmen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Die Stadt und die städtischen Gesellschaften und Betriebe müssen zeigen, dass es dass Umweltschutz und Ökonomie keine Gegensatzpaare sind, sondern dass sie sich sehr, sehr gut ergänzen und auch Voraussetzungen für Nachhaltigkeit sind. Und da müssen wir, wie gesagt, die Akteure der Stadtgesellschaft, die Bürgergesellschaft auch gewinnen, hier entsprechend mitzumachen.